kann ein Mann, der den Zweiten Weltkrieg und 17 Nazi-Konzentrationslager überlebte, heimkehren und zu einem der größten Sportler der Welt werden? Das klingt unvorstellbar, aber ein solches Person existiert tatsächlich. Das ist der sowjetische Turner Viktor Tschukarin. Viktor Tschukarin wurde im Gebiet von Donetsk in der UdSSR geboren und hat sich seit seiner Kindheit mit dem Turnen beschäftigt. Mit 19 wurde er lokaler Meister und träumte davon, Meister der UdSSR zu werden. Doch dann begann der Krieg. Viktor ging freiwillig an die Front, wurde aber bereits 1941 verwundet und gefangen genommen. Zusammen mit anderen Gefangenen wurde er in ein Konzentrationslager gebracht, wo man 12 Stunden am Tag arbeiten musste, um zu überleben. Insgesamt ging es durch 17 Todeslager, darunter auch Buchenwald. Im letzten Lager luden die Nazis ihn gemeinsam mit anderen Gefangenen auf einen Lastkahn und brachten sie ans Meer, um sie dort zu erschießen. Das Schiff der Alliierten befreite jedoch die Menschen. Am selben Tag endete der Krieg. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wog Viktor nur noch 40 Kilo, aber er begann hart zu trainieren. Bereits 1949 wurde er der absolute Meister der UdSSR. Im Jahre 1952 triumphierte er bei den Olympischen Spielen in Finnland, wo er 4 Gold- und 2 Silbermedaillen gewann. Bei den nächsten Olympischen Spielen in Melbourne gewann Tschukarin 3 weitere Goldmedaillen. Hier gelang es dem bereits 35-jährigen Viktor, den stärksten Athleten aus Japan zu besiegen, der 10 Jahre jung war. Nach diesem Wettkampf beendete der sowjetische Meister seine sportliche Karriere und begann mit der Arbeit als Trainer, bei der er viele Sieger hervorbrachte.